Tochter lag vor 3 Jahren hier halb tot. Eine Drogenüberdosis. Meine Nichte, die ist da oben, Nathalie, die ist eingesperrt. Ja, aber Sie sind der Betreuer, ist das richtig? Ja. Das Ausmaß, wie der Vater hier die Freiheitsrechte seiner Tochter beschränkt, ist für mich nicht zu rechtfertigen. Nathalie ist weg. Was heißt sie ist weg? Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Über 1 Million Erwachsene stehen in Deutschland unter rechtlicher Betreuung. Doch nicht immer sind diese Hilfen auch sinnvoll und rechtmäßig. Dann in der dritten Runde hat er richtig aufgedreht. Bam, bam, Körperkraftanzeit war richtig gut. Ey, das war ist doch so viel zu alt. War ein altes anders. Er ist nicht mehr der Jüngste. Herzlich, wo bist du? Komm, bitte, helf mir. Bitte, der Papa dreht total durch. Ich halte das nicht mehr aus. Was? Bitte. Nathalie, das wir nicht. Nathalie, keine Sorge, ich lass mir irgendwas einfallen. Du kommst da wieder raus. Schnell. Ja. Hi, hi, guten Tag, hi. Was ist denn los? Meine Nichte, die ist da oben, Nathalie, die ist eingesperrt. Wie eingesperrt? Ja, ihr Vater, mein Schwager, der hat sie eingesperrt. Der kontrolliert's. Wieso denn? Wer sind Sie denn eigentlich? Entschuldigung, das ist Ingo Lenzen, er ist Anwalt. Ja. Ich bin Ben Handke, ich bin sein Kollege. Es freut mich sehr für mich. Vielleicht können Sie mir helfen. Erzählen Sie mir, was ist denn überhaupt passiert? Warum ist es denn so? Ihr Vater ist der rechtliche Betreuer von ihr. Ach so. Ja, weil seitdem ihre Mutter, meine Schwester, gestorben ist, ist Nathalie ein bisschen in den Drogensumpf abgerutscht und hat auch einen Suizidversuch hinter sich. Aber ihr geht's wieder gut. Du wirst aber keine Angst haben, dass sie da runterspringt. Nein, nein, das wird sie nicht. Ich wollte sie jetzt mit zu mir nehmen. Okay. Ja, wir waren eben dabei, gerade die Reisetasche zu packen. Und ihr Vater war gerade nicht da. Ich wollte dann hinterher mit ihm reden und ihn zur Vernunft bringen, weil ich eigentlich eine gute Bindung zu ihm habe. Und ja, dann kam er aber viel zu früh wieder und hat uns gesehen. Ja, okay, nein, ich gehört aber. Papa, was soll da für eine Tasche? Ich habe... Was soll Mama, ich hab gemacht. Was willst du mit der Tasche? Was willst du mit der Tasche? Hallo, Papa. Nee, die Tasche. Aber was soll das? Und er hat gar nicht mit sich reden lassen. Er ist sofort ausgerastet. Du bleibst bitte hier. Station. Ich komme gleich. Ich stand auch gar nicht, dass ich lang wollte. Hallo. Hast du mir mal zugehört? Papa, du bist noch lange nicht so weit. Du bist noch lange nicht so weit. Rico, du Papa. Nein, doch, nicht. Tier. Und hat mich rausgeschmissen und sie eingesperrt. Wie so ein Tier. Das kann doch nicht sein. Das, ja, das muss man ihm mal erklären, dass er selbst der Betreuer ist, darf er sie nicht einsperren. Das dachte ich nicht. Ist er denn nach oben? Der ist noch oben. Der wütet wahrscheinlich noch. Na komm, dann lass das da gleich mal machen. Ich zeig Ihnen mal, wo die Wohnung ist. Ja, bitte. Kerstin Herrmann hofft, dass ein Anwalt ihren cholerischen Schwager zur Vernunft bringen kann. Gregor, mach mal bitte die Tür auf. Gregor! Mein Kerlchen, mach das Land gewinnt. Bitte, komm schon. Hören Sie, mein Name ist Lenzen, ich bin Anwalt. Würden Sie bitte die Türe aufmachen, dass wir miteinander reden können? Hören Sie, wenn Sie hier nicht aufmachen und die Frau weiterhin eingesperrt lassen, dann hole ich die Polizei. Dann haben wir uns ja verstanden. Was ist jetzt ein Anwalt her? Ja. Bleib hier. Was machen Sie denn da? Ich schütze meine Tochter. Ja, beschützen ist ja okay, aber sie sperren sie ein. Rein ins Zimmer, bitte. Was soll das? Darf ich mal reinkommen? Natürlich will ich nur das Beste für meine Tochter. Hallo? Geht's Ihnen gut? Ist alles okay? Er sperrt mich seit Tagen hier ein. Seit Tagen sind Sie eingesperrt? Ja, aber Sie sind der Betreuer, ist das richtig? Ich bin der Vater, ja. Meine Tochter lag vor 3 Jahren hier halb tot. Eine Drogenüberdosis. Das ist aber 3 Jahre her. Und es kann immer wieder passieren. Du bist wieder mit dem Chris zusammen. Ihr geht's aber besser und Chris auch. Wer gibt mir die Garantie dafür? Du siehst es doch. Sie macht wieder eine Ausbildung. Sie können doch Ihre Tochter jetzt nicht ewig lange einsperren. Was soll denn das? Sie wollen nur bloß das Beste für Ihren Mandanten. Ich will das Beste für meine Tochter. Papa, aber so funktioniert das nicht. Sondern? So funktioniert das wirklich nicht. Ich bin auch Vater einer Tochter und ich kann ganz klar verstehen, dass Sie nur das Beste für Ihre Tochter möchten. Aber durch Einsperren? Wie lange wollen Sie das machen? Wenn Sie sie jetzt weiterhin einsperren und zuwider Ihres Willens und Ihres Wohlergehens handeln, dann werden Sie sie verlieren. Ja? Das können wir nicht tun. Darf ich vielleicht mal kurz mit Ihrer Tochter reden? Geht das? Kurz, ja. Gut, danke. Was geht denn hier ab? Das ist mein Sohn. Guten Tag. Anwalt. Ich hab so die Schnauze voll, wirklich. Jedes Mal, wenn ich hier rauskomme, ist wieder irgendwas. Und ihr schreit euch gegenseitig wieder an. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Kommen Sie. Mann, wirklich? Siehst du, Gregor? Sorry, wirklich, aber... Darf ich? Ja, bitte. Ja, erzählen Sie mal,
Ich meine, Ihre Tante hat schon ein bisschen was berichtet, aber ich würde es ganz gern von Ihnen hören. Ja, Papa ist so ein totalen Kontrollfreak geworden. Es geht gar nichts mehr. Er sperrt mich hier ein. Er holt mich von der Arbeit ab. Er bringt mich hin. Um 20 Uhr muss ich zu Hause sein. Ich darf nicht mehr alleine auf Toilette gehen, wenn er nicht davon Bescheid weiß. Für mein Gehalt kriege ich gerade mal 150 Euro Taschengeld. Ich werde wahnsinnig langsam. Ja, aber warum macht er denn das? Was ist denn da früher passiert? Erzählen Sie mir doch mal, wie die Entwicklung war. Meine Mama ist vor 3 Jahren gestorben an Krebs. Ja. Und ich konnte damit nicht umgehen. Ich wollte einfach nichts mehr spüren. Es war einfach keiner mehr da gewesen. Und die Situation war für mich halt auch schwierig gewesen. Und ich habe meinen Freund kennengelernt. Und er wollte mir helfen, dass ich nicht mehr diesen Schmerz immer spüre, wenn sie nicht da ist. Und es hat ganz harmlos angefangen mit Gras, aber es wurde halt immer stärker. Ich hatte eine Therapie gemacht. Ich habe immer wieder versucht, meinen Vater davon zu überzeugen, dass ich das jetzt hinbekommen habe. Aber es fruchtet einfach gar nichts. Jetzt hat er Angst, dass wir da im falschen Umgang sind. Ja. Schauen Sie, wir müssen natürlich schauen, dass wir Ihre Rechte wahren. Ja. Und Ihr wesentliches Recht. Ja. Das ist natürlich Ihre Freiheit. Sie hat mir gerade ein bisschen was davon berichtet, was die Vorgeschichte ist und so weiter. Ne? Und wie es dann zu dem Drogenkonsum kam. Jetzt hat Ihr Papa Angst. Ne? Ja, aber ich vertraue ihr. Und ich bin der Meinung, dass wir die rechtliche Betreuung beenden müssen. Das können wir gerne machen, indem wir einen Antrag beim Amtsgericht stellen. Das ist kein großes Hexenwerk. Aber ansonsten würde ich eigentlich davon abraten, jetzt direkt in den Konflikt mit dem Vater zu gehen. Ich weiß ja auch, dass er für Sie sorgen will, aber es geht halt einfach zu weit, es ist zu viel. Lassen Sie uns da einfach ein Gutachten machen von einer befreundeten Psychiaterin, die ich gut kenne. Und dann könnten wir dieses Gutachten dem Amtsgericht vorlegen und schauen, dass die Betreuung beendet wird. Und was, wenn ich was falsch mache? Ich habe echt... Ach, da machen Sie nichts falsch. Nein, die wird Sie einfach anhören und wird schauen, wie stabil Sie im Moment sind. Das hört sich doch gut an, oder? Auf alle Fälle, aber... Ja? Wir versuchen es. Können Sie dabei sein? Ja, natürlich. Oder auch Kerstin? Ja, klar. Ich vertraue dir. Ingo Lenzen arrangiert bereits für den Tag darauf einen Gutachtertermin. Doch die Zuversicht nach der Untersuchung wird schnell von einer dramatischen Wendung überschattet. Ach so, dann berichten Sie mal kurz. Welchen Eindruck hatten Sie? Also mein Eindruck war, dass das Gespräch gut verlaufen ist mit der psychiatrischen Gutachterin. Ja. Ich bin auch eigentlich guter Dinge. Also ganz ehrlich, ich halte Sie wirklich für sehr aufgeräumt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und ich würde mir an Ihrer Stelle keinerlei Gedanken machen. Was wir nie vergessen dürfen, ist, dass wir vielleicht noch mit ein bisschen Gegenwind Ihres Vaters rechnen müssen, weil der natürlich... Ja, ich gehe mal davon aus, nach wie vor ein Interesse daran hat, dass dieses Betreuungsverfahren weiter aufrechterhalten bleibt. Ja. Ich möchte einfach nur, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Ja. Unbekannte Nummer. Kerstin Herrmann. Guten Tag, Frau Herrmann. Krause mein Name von der Berliner Polizei. Wir befinden uns gerade in Ihrem Laden. Wir haben einen anonymen Hinweis bekommen, dass hier wo was mit Drogen gehandelt werden soll. Und ja, bei der Durchsuchung haben wir mehrere Tütchen Kokain gefunden. Was? Und ich... Aber ich kann mir gar nicht erklären, wie die da hinkommen. Wie kann das passieren? Das würde ich Ihnen gerne persönlich erklären. Kerstin Herrmann vertraute ihren kleinen Fahrradladen vorübergehend Mitarbeiter Chris Steglitz an. Der Freund ihrer Nichte hatte geschworen, nach dem Entzug ebenfalls clean zu sein, weshalb die 36-Jährige ihm eine Chance gab. Vielleicht zu voreilig. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Lenz, ich bin Anwalt von der jungen Dame. Und das ist Frau Herrmann, der gehört der Laden hier. Wir haben einen anonymen Tipp aus der Drogenszene bekommen, dass hier mit Drogen gehandelt werden soll. Und dem sind wir nachgegangen und bei der Durchsuchung haben wir in seiner Tasche mehrere Verkaufseinheiten Kokain gefunden. Deswegen muss ich auch Sie belehren, Frau Herrmann. Gegen Sie liegt der Tatverdacht des Betäubungsmittelhandels vor. Sie müssen sich dazu nicht äußern, Sie können sich auch anwaltlich vertreten lassen. Haben Sie das soweit verstanden? Das habe ich verstanden. Chris, was? Sorry, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun und ich habe keine Ahnung, wie die da reinkommen. Alles klar.
Ich glaub's nicht. Damit definitiv nichts zu tun. Ich kenne ihn doch. Wie kommt das hierher? Der Beamte hat gerade gesagt, dass Sie nichts sagen müssen. Das heißt, Sie sollten auch jetzt hier keine Diskussion vor dem Beamten führen. Okay. Ich möchte dazu etwas sagen. Und zwar, okay. Es gibt einen Freund von mir, das ist ein ehemaliger Knacki, der war letzte Woche hier bei mir im Shop, wollte mal wieder einige Drogen loswerden. Und ich habe ihn direkt rausgeschmissen. Weil das ist meine Vergangenheit, die ist vorbei und ich habe damit nichts mehr zu tun. Okay. Und weil ich clean bin, glaube ich, will er mir jetzt eins auswischen. Und deshalb hat er sie wahrscheinlich in meiner Tasche deponiert. Aber ich habe damit überhaupt nichts mehr zu tun. Na gut, das sieht natürlich ein bisschen anders aus. Aber wenn das rauskommt, dann kann ich den Fahrradladen gleich dicht machen. Nein, die Polizei macht ja jetzt nicht gleich Angaben an die Presse darüber. Wir werden eine Lösung dafür finden, aber es hat nichts mit mir zu tun, glaub mir. Aber ich würde diesmal vorschlagen, dass Sie vielleicht mit dem Bernanke, meinem Mitarbeiter, nach Hause fahren. Kann ich ihn nicht wenigstens begleiten? Nee, sollten Sie nicht tun. Das sollten Sie aufgrund Ihrer Vergangenheit nicht tun. Gut. Ich möchte Sie bitten, mit dem nach Hause zu fahren. Und ja? Sie beide okay. werden mit zur Polizeiwache kommen. Dort werden Sie noch mal vernommen. Und danach wird sich zeigen, welche weiteren Maßnahmen noch getroffen werden müssen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich komme noch mit nach Hause. Komm. Kerstin Herrmann und Mitarbeiter Chris sind nach der Befragung wieder auf freiem Fuß. In Ingolenzen wächst indes der Verdacht, dass die Drogen nicht zufällig am Tag des Gutachtens zur rechtlichen Betreuung seiner Mandantin durch deren Vater gefunden wurden. Das Erste, was wir machen müssen, ist, dass wir schauen, dass dieses Verfahren gegen Kerstin Herrmann eingestellt wird. Und zwar nicht nur für sie, sondern auch für die Natalie. Ja. Stell dir mal vor, wenn rauskommt, dass die Drogen im Umfeld ihrer Familie gefunden haben, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf das Betreuungsverfahren. Natürlich. Und da gibt es eigentlich eine ganz gute Nachricht. Mhm. Denn die Sachverständige hat gesagt, dass die Betreuung eigentlich aufgehoben werden könnte. Oh ja? Ja, klar. Übrigens, auf der Polizeistation, da war auch der Chris, der machte mir eigentlich auch einen ganz guten, reflektierten Eindruck. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der nochmal was mit Drogen zu tun hatte.